Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 2. Wir befinden uns immer noch auf der Courageous, haben beim letzten Mal angefangen, uns wieder nach und nach durch die Etagen zu arbeiten, weil jeder jetzt was Neues sagt, denn wir haben im Grunde genommen die Möglichkeit, jetzt schnurstracks nach Trista zu laufen und Trista zu befreien und Class 7 wieder in die alte Heimat in Anführungsstrichen überführen zu können. Aber wir werden noch einiges an Vorbereitung wahrscheinlich brauchen. Aber vielleicht fangen wir heute auch schon damit an. We will see. Oh shit, da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht hin. Warte mal, das haben wir uns irgendwann schon mal durchgelesen. Und sie ist da sehr ausführlich. Ach du Kacke. Okay, warte mal. Ich konnte das irgendwie beschleunigen. Ich halte jetzt einfach mal auf Kreis. Das hatten wir nämlich alles schon mal. Also kann sein, dass sich da jetzt irgendwas verändert hat, aber irgendwie glaube ich das nicht. I can see it. I can see all. I see Trista torn asunder by a conflict of convictions. I see young lions competing to be the head of their pride. But who can say which ones will triumph? Hehe, be sure to sharpen your fangs for the battle ahead. Sowieso. Trista will soon be torn asunder. Das hat sie gerade schon einmal gesagt. Okay, danke schön für diese Prognose. Aber wir sind so vollgepumpt mit Motivation. Ich glaube, da kann fast nichts mehr schief gehen. Oh, have you got some new data for me? Mind if I take a look? Gönn dir, Stefan, gönn dir. Nimm dir alles, was du kriegen kannst. The combat database is really coming along now. Thanks, Reen. I wouldn't have been able to do this without you. Here, let me give you something for your efforts. Dankeschön, 9-mal. Gar nicht mal so schlecht. If you fight any new monsters, let me know. I want to hear all about them. Ja, mal gucken, ne? Today's the day. It's hard to divorce the academy from my memories of the chess club. I can't wait to get back there and start playing again. Let's do this. Uh-huh. If you need something in this database managed, I'm your man. You just focus on what you have to do. Together, we'll get our academy back. Da sagst du was. Lange wird's auf jeden Fall nicht mehr dauern. Hier gibt's noch mehr Neues. Okay. So, wir haben nämlich aktuell auch nicht die Möglichkeit, über Tower andere Orte anzusteuern. Deswegen brauchen wir jetzt eigentlich nur noch die Courageous abzufrühstücken. I'm trying to use all the combat data we've gathered to predict the enemy's next move and what their formation might be. Most of them have left town, but this is the capital's eastern line of defense. No way there won't be a military presence. I figured as much. As long as we're prepared though, I'm sure we'll be fine. We'll do this no matter what. Damn right, this is our first step towards Heimdall and reuniting with my dad too. Mm-hmm. Thanks to Stefan's help, I've got all the combat data I need to do this. So if all goes according to plan, this should make our fight to take back our academy a little easier. Sehr gut. Also eigentlich, wenn er recht behält mit dem, was er sagt, dann müsste theoretisch beim Kampf in Trista sofort alles an Gegnerdaten vorhanden sein. Also wenn wir wirklich einen Vorteil draus ziehen wollen, sollen. Man, you have no idea how long I've been waiting for this day. Time for Rex, the celebrated war photographer, to make his glorious return to the academy that raised him. Hold on, babes of the academy, you won't have to wait much longer. Mm-hmm. I've got my photo quads all primed and ready to go. Hold on, my campus cuties. Rex is almost home. Ja, die können es wahrscheinlich alle gar nicht erwarten, endlich wieder von dir geknipst zu werden. Ausgerechnet von dir. So, was haben wir hier? Von allem habe ich mindestens eins. Das sollte erstmal reichen. Talk. I'll be staying aboard the Courageous while you take Doris back. And I assure you, there's a method to my madness. I'm confident that you'll be able to take back the Academy and I want to capture that moment from the best possible angle. Uh-huh. I'm confident that you'll be able to take Doris back for us, which is why I'll be staying on the Courageous. I'm going to capture that moment from the perfect angle. Ja, wäre schon ganz gut, so ein paar Erinnerungsfotos zu haben, ne? Vor allen Dingen, wenn es keine Tragödien gibt und wir einfach nur halbwegs friedlich und siegreich aus dieser Schlacht hervorgehen.
Ich darf das Blade-Spiel auf gar keinen Fall vergessen und muss dafür vielleicht nochmal einen separaten Speicherstand anlegen. Aber erstmal will ich das ganze Schiff einmal inspizieren. Und dann sehen wir weiter. So, die Ecke mag ich irgendwie, weil es immer spannend ist, wer hier gerade beisammen sitzt und miteinander spricht. A lot's happened between Ferris and I, but when I left Doris, I still considered her a dear friend, which is why it's such a shock to hear that she's part of the Order. I suppose we have no choice but to actually fight one another this time. You do have a choice, Elisa. We don't want to make you do something that would hurt you. If we need to, we can handle... Thanks, Rin, but no. We're friends, but we're also rivals. Backing down would only disappoint her. So I'll face her head on, like I've always done. And once we beat her, I'm going to bring her back to our side. Right, then we do this together. Backing down from this fight would mean breaking our promise to push each other to greater heights as rivals. That's why I'll face Ferris head on, like I always do. And once I win, I'll make her join us. Aber in der letzten Folge wurde ja auch schon gemutmaßt, ob die nicht alle irgendwie da unterdrückt werden und vielleicht auch gegen ihren Willen Teil dieser Bewegung sind. Kann ja sein. It's been a long time since we last saw the Academy. I wonder how the flowers are doing. Right, I almost forgot you were raising some. Yep, got the seeds back in the core. I want to plant some more when we get back too. Hopefully Edel and Vivi will join me. I'm sure they will, and together we'll make those flowers bloom. Ja, als ob du mit anpacken würdest, Rin. I'd better check my equipment again before we head out. If we succeed, I have to plant some more flowers in the Academy flower beds. Kannst du machen, hoffentlich in Bälde, vielleicht schon morgen oder heute, keine Ahnung. Ja, hier kamen wir nicht raus, aber warte mal, hier links und rechts, was sind das denn nochmal für Räume? Einfach nur Cargo? Ohne Verwendungszweck? Ach, guck mal, hier kann ich übernachten. Die Frage habe ich mir beim letzten Mal noch gestellt. Ich bin nur so selten in den Räumen hier gewesen, weil da nie... Oh, die beiden Schwestern. Weil da nie irgendein Punkt drin gewesen ist, also kein NPC. We finished our preparations now. The RMPs say they'll be standing by near Keldic and waiting for our orders. Now we just need to give them the go-ahead. It's a big responsibility, so I don't want to end up letting everyone down. Machst du nicht. Vivi and I are going to do whatever it takes to make sure we can all go back to the Academy together. You can count on us. Davon gehe ich aus. Und nicht nur bei dir, Linde. Tatsächlich glaube ich, dass in einer ernsten Stunde auch Vivi sich zusammenreißen kann. Weather's good, wind's blowing the way we want it to. Everything's great. If anything stops us today, it won't be Mother Nature. All our radars and sonars are in tip-top shape too. I'll get you to Trista safely. You can count on that. Yep. We've got a chance to get back to Trista and I'm not gonna let it pass us by. Which means you've gotta work extra hard at doing your part in this, okay? Ich bin ja so gespannt, was in den ganzen, also in den beiden Crossbell-Titeln, die zwischen 2 und 4 spielen, also zwischen Code Steel 2 und 4, was da so alles passiert und vor allen Dingen, ob in Teil 3 von Cold Steel und darüber hinausgehend halt, ob da die Academy überhaupt noch irgendeine Rolle spielt. Also irgendwie glaube ich das nicht, aber wenn die das hier so erbittert drum kämpfen, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das komplett außen vor bleibt. Also sagt mir bitte dazu gar nichts. Ich will nichts dazu wissen. Ich denke nur mal wieder laut nach. So, warte mal. Hier, war hier jemals irgendwas Hilfreiches mit dabei? Ich glaube eher nicht. Talk. Almost time for us to take Trista and Doris back. Give me a shout if you need anything. I've got the store all stocked up for you. Good luck, troops. We're counting on you. The store's all stocked up for you, so give me a shout if you need anything. Good luck, troops. We're counting on you. Ja, dankeschön. Gedrückte Daumen nehmen wir auf jeden Fall immer mit. Nur bitte nicht gänzlich zerquetschte. Nur drücken, okay? So. Hier bin ich... Ja, theoretisch könnte ich hier noch aufstocken. Aber ich glaube, das muss nicht zwangsläufig sein.
I suppose the logical thing to do here would have been to leave this in the hands of the RMP. But there are times where you've got to be stubborn and persistent if you don't want to let a deal slip through your fingers. Above all else, though, I wouldn't feel like much of a man if the thought of doing this didn't get me all fired up. There are times where there's no way to seal a deal without dogged determination. Although, frankly speaking, I think not jumping at the chance to do this would make me feel like less of a man. Ja, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ich meine, eigentlich hätten wir es uns auch richtig gemütlich machen können und Claire und die RMP einfach alles machen lassen. Aber wir mussten ja dazwischen grätschen und wollten unbedingt alles wieder alleine machen. Wie so oft. Danke, Reen. Danke, Rest. Die haben mir alle zugestimmt. Wobei ich das Gefühl habe, dass Reen sich auch hinstellen könnte auf so ein Podest und sagen könnte, die Erde ist eine Scheibe. Alle würden applaudieren und ihm das glauben, ohne selbst das irgendwie zu hinterfragen. Ich glaube, der hat so ein bisschen Narrenfreiheit und kann Leute aktivieren, die vielleicht selber gar nicht mehr willens sind, selber über Dinge nachzudenken. Aber meistens spricht er ja gute Dinge aus, eigentlich immer. Now I'm getting all nostalgic about all the hours I spent shopping in Trista. I hope Melinda's doing okay. I'd hate for anything to happen to my number one shopping buddy. One way or another, though, our main priority is making it back to Trista, after which I'll grab Melinda and go on a massive shopping spree. Es sei euch gegönnt. Ich hoffe, ihr könnt bald das in die Tat umsetzen, was aktuell noch in deinem Kopf ausschließlich stattfindet. Kann ich hier noch irgendwas Sinnvolles einkaufen? Ey, ich brauche unbedingt noch ein Recipe. Bitte gebt mir noch was. Oh, Moment. Das hier könnte eventuell noch eine Einkaufstour sein, die mit Ausgaben verbunden ist. Warte mal kurz. Das hier hat er schon. Aber sie hat dieses Ding hier nicht. Und sie wird das jetzt bekommen. Yes. So, bitte auch einmal anlegen. Und wir haben genügend Hue Materials, um das gleich auch entsprechend zu verstärken. So, bei ihr... Wenn ich das einmal verstärke, dann wird vermutlich auch ihr Arztwert besser. Deswegen werde ich jetzt einmal den Liberator auch einkaufen. Aber noch nicht anlegen. So, haben wir hier sonst noch jemanden? Ja, bei Jusis hätte ich es am ehesten. Vermute die gute alte Joyeuse. A dazzling sword intended to bring victory to its bearer. Das kannst du auf jeden Fall einmal mitnehmen. So, also in neue Waffen zu investieren, fühlt sich auf jeden Fall nicht so verkehrt an, als das für irgendwie Strength-Elixiere oder irgendwelche überteuerten Speisen oder so auszugeben. Von daher bin ich hiermit schon mal ganz glücklich. Das hier sieht so aus, als könne er was Besseres haben, aber bei ihm bin ich ja sehr stark auf Evade gegangen, deswegen... Muss ich das jetzt aushalten und das Grüne einfach mal ignorieren. So, warte mal, Liberator, Joyeuse und wie hieß deins nochmal? Warte. Achso, dieser Crescent Bow ist es. So, warte mal. Ja, hier geht nur was so runter. Dann lass uns mal gucken. Ach, das war gar nicht bei ihr. Moment, habe ich mit dir eigentlich schon... Nee, warte, ich muss jetzt erstmal... Obwohl, nee, erstmal spreche ich mit ihm. Ich bin verwirrt, ob der Reihenfolge... Weapons here are polished to perfection and ready to use the moment you buy them. If you want one, let me know. I'm counting on you guys to take back the academy for me. For me, ja genau, nur für dich machen wir das. I might not be able to go out and fight, but I give you whatever support I can from right here. That means you guys have gotta take the academy back for me. Good luck, everyone. Ich habe gerade so ein bisschen die blöde Befürchtung, dass ich das Geld jetzt umsonst ausgegeben habe, weil kurze Zeit später ich hier eine... Kann ich da meine Waffen nochmal verbessern? Das ging nur bei George, ne? Weil kurze Zeit später wieder bessere Waffen zur Verfügung stehen. Alle im fünfstelligen Preisbereich. Ich wette, genau so wird's kommen. So. Achso, nichts Neues? Schade eigentlich. Da talken wir halt. Part of the reason Dorsey is so precious to me is that it gave me the chance to be reunited with Ellen after so long. So please, Ideos, please allow us all to make it back there safe and sound.
I am far from the most useful member on board, but I still want to make life easier for everyone however I can. Take care out there. It would feel wrong to go back to Thors with even a single student missing. Ja, aber einige haben doch den letzten Angriff auch gar nicht überlebt, oder? Haben wir jetzt wirklich alle eingesammelt? Irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen. Aber ich krieg die jetzt gedanklich natürlich auch nicht alle zusammen. Bevor ich zu 4F weitergehe, muss ich erstmal die Waffen verstärken. Sonst ist mir die Gefahr nämlich zu groß, dass ich das vergesse. Customize Weapons. So. Der Executor. Der ist neu. Jawohl. Dann. Hey, wo sind denn jetzt die anderen Sachen? Ach nee, warte mal. Ich muss rechts gucken. Genau, hier ist die Joyeuse. Die wird einmal verstärkt. Und dann der Crescent Bow. Der ist hier. Das wird auch nochmal verstärkt. Jawohl, so. Jetzt haben wir überall vermutlich eine Verbesserung drin. Außer hier. Oh, ich habe das Wichtigste, habe ich vergessen. Ich habe die Leute auf der Ersatzbank nicht ausgestattet. Fuck. Ich wusste, ich habe was vergessen. Oh Mann, ey. Mann. So, warte mal. Ich brauche jetzt erstmal eine Lösung. Aber ich will davor nochmal gucken. Bei den Executor, genau, den hat sie gar nicht angelegt. Aber der erhöht nicht ihren Arztwert. Der ist ausgenullt. Also sie verschlechtert sich immerhin nicht. Ich hatte mir da trotzdem, ehrlich gesagt, ein bisschen mehr erhofft. Wenn ich das in der Deutlichkeit mal sagen darf. Aber egal. Ich würde sagen, das Geld ist trotzdem gut investiert. Ja, ich muss meine Leute noch anpassen. Und Blade spielen darf ich nicht vergessen. So viel, was man im Blick behalten muss. Aber erstmal Etage 4. Oh, das mit dem Training, ne? Ich glaube, das werde ich hier nicht mehr in dem Let's Play machen. Auch weil die Belohnungen auch so ultra belanglos sind. Also, U-Material ist halt geil, aber es ist halt immer das Gleiche. Und insofern nicht allzu spektakulär. If we can retake Trista and the Academy, that area should serve as a valuable foothold for moving on the capital too. We may even be able to gather information on Elise and my family's whereabouts as well. At least that is my hope. Please leave everything to us, Your Highness. We'll be sure to get them all back safe and sound. You're really a man a lady can count on, Reen. I just wish there was something I could do instead of just relying on all of you, though. Honestly, it's rather frustrating. You are doing something simply by virtue of your presence here. You're giving the mark of legitimitet to our cause. Stepping onto a battlefield isn't the only way to make a difference. By doing what you can do, you're helping Reen and Emma do what they do. Oh my. Well, what's with that look? All I'm doing is stating a fact. That's it. Nein, Celine, du hast dich gerade sehr menschlich gezeigt und sie sehr gut aufgebaut und motiviert. Perhaps you're right. Anyway, good luck, Reen. I know you'll do all you can to make this operation a success. I'll be waiting here, praying for your safe return. Thanks, let's go. Why do I always have to babysit all of you? You really need to take stock of your lives. Well, you know what? Don't expect any more of that kind of treatment. I'll be there for you, but it's up to you to finish things. Well, you and Valimar, I guess. Still, give it all you've got. Ja, machen wir doch. Why do I always have to babysit? Ey, wen musst du denn bitte babysitten, also? Bisschen weniger Arroganz, meine liebe Celine, würde dir ganz gut tun. Those cryptids you fought seem to have been truly fearsome opponents. I know how difficult it must have been to slay them all, but you should be very proud of all you've done. Remember, those who once feared them will now be able to sleep more easily at night, and it's all because of you. I really hope so, Your Highness. And you're right, they were ridiculously strong, and they were like nothing we'd ever fought before either. Them showing up is one thing, but just appearing all over the place in such a short time span is more than a little odd. I agree, it's unsettling in a word. The war been
showing no signs of ending either. It's only getting worse. We likely won't stop bumping into them until we figure out what's causing them to appear in the first place. Still, I'd rather you didn't worry too much, Your Highness. All that means is that we'll keep doing what we've always been doing. We've got the courageous. No matter where a cryptid's causing trouble, we can fly there and take care of it in a flash. Hehe, you really are dependable, Rin. Hearing that, it's hard to imagine anyone more fitting to receive this. Medal of Strength. Das klingt, als hätten wir dafür durchaus Verwendung. I've seen this emblem before. It's called the Medal of Strength, and it's one of the medals that make up the Order of the Phoenix Wings. I can hardly think of a better way to show your strength than defeating creatures beyond our comprehension like those. So please accept it. I'd like nothing more. Yeah, I'm so envious of Elise for having such a dependable brother. Do you think she'd be willing to share? You could be my brother for half the week while she has Prince Olivet. I'm not sure that would be very fair on Prince Olivet. Not to worry, Rin. I was only joking. Or was I? Nee, ich glaube nicht, dass du einen Joke gemacht hast, aber wir verlieren uns doch nicht aus den Augen, denke ich mal. The Imperial Family has close ties to Thors because it was founded by Emperor Dreykult way back then. Cedric should start his first semester there next year, just like Oliver did in years past. Your Highness. Hehe, don't worry about me, Rin. If this operation's a success, it will be an important stepping stone for you and everyone at Thors. And of course, I'd give anything to see my family and Elise rescued and safe from harm. I'm putting my trust in all of you. If anyone can do it, I think you can. Just leave it to us. We'll keep your feelings close to our hearts while we're out there. Mm-hmm. I truly believe this operation will be an important step in both Erebonia's future and in all of yours too. With everything you've managed to accomplish so far, I'm confident you'll come out on top this time as well. Whatever happens, I pray Eidios will be at your side. Ja, na dann. Was soll da noch schief gehen, nicht? Kann ich jetzt hier noch irgendwas tun? There's a book on the Order of the Phoenix Wings. Das ist neu, oder? Nee, ich dachte, wir haben jetzt hier irgendwas über die Order. Ich glaube, das hier kennen wir alles schon. Hier können wir ja nur was über die Medals lesen, aber viel wichtiger ist, sich das Ding einmal anzugucken. Oh! Oh mein Gott, sogar der Speedwert wird geboostet. Wie geil! One of the awards that make up the Order of the Phoenix Wings. Okay. So. Also, Laura hat eine 98. Sie hat auch eine 98. Mist! Warum haben beide die gleiche Menge? Das ist nicht gut. Da muss ich mich ja entscheiden. Achso, sie hat aber noch die Silver Chain. Guck mal, das ist doch der perfekte Moment, um das hier auszutauschen. Aber Sarah hat immer noch minimal mehr Stärke. Aber die sind jetzt näher aneinander gerückt. Das ist gut. Ja, so kann man das stehen lassen. Direkt auch dafür Verwendung bekommen. Sagt sie nochmal irgendwas Neues? Nee. Ich dachte jetzt, nachdem wir die Medaille überreicht bekommen haben, würde hier vielleicht noch irgendwas Neues gesagt werden von Celines Seite aus. Aber nada. So, hier stehen noch Leute. In jedem Raum 3 Personen. Das kann man sich doch gut merken. I've been giving everyone snacks to keep up morale? And make sure that everyone has enough energy to do what they need to. I gave Laura hers, so here's one for you, Rin. Das ist aber nicht das Rezept, oder? This looks great. Thanks, Monica. I'll be wishing you all well from back here. I know you can take back our home. Character Notebook updated. Nee, ich hab's schon gesehen. Ist nichts Neues. Das ist schon das fertig gekochte. Leider. Ich habe mich gerade ganz kurz gefreut. Schade, dass wir eh nichts Neues übergeben können. I'll be praying that this all goes off without a hitch. Please take back our school. Und wenn wir dann zurück sind in Thors, dann muss automatisch von den Deftones Back to School gespielt werden. Ey, das wäre ein lustiger Running Gag. Auch wenn der Song von der Atmosphäre wahrscheinlich nicht passt, wenn die dann alle in Feierlaune sind und fröhlich und so. Hi, meine Liebe.
The Order of the Lion is the last obstacle standing between us and Thor's, but we can't let down our guard just because we recognize their faces. They could well stop us at the finish line. Yeah, Patrick's no pushover, and I can imagine the other upper-class students working with him are just as strong. Even if we can take Trista back, there's no guarantee that getting control of the school is going to be easy. Heh, I wouldn't want it to be. No matter who stands in our way, our blades shall prevail. Isn't that right, Rin? Absolutely. I'll be counting on your support there, Laura. And as always, you will have it. Gut auf den Punkt gebracht. Monikas Gift has left me energized and ready for battle. Ja, verstehe ich. Also wenn ich einen Burger geschenkt bekomme, bin ich auch sehr energized. The Order of the Lion should prove to be worthy opponents, but I am more than prepared to take them on. We will defeat all who stand in our way. Ja, wenn du das sagst, dann motiviert mich das nur noch mehr. Ich finde, Laura vermittelt eigentlich fast noch mehr Sicherheit und Stabilität als Rin. Hi, Loggins. I'm guessing I know at least one of the members of that Order of the Lion. I'd love to go and pay her back for beating me time and time again, but this is your battle, not mine. Just don't underestimate her. Patrick's a pretty solid fighter, but he's got nothing on her. Good luck if you do end up crossing swords with her, though. You need it. Ich hab ihren Namen vergessen. Ich weiß noch, dass sie sich zu Academy-Zeiten... Die waren beide im Fencing Club, aber ich hab ihren Namen einfach vergessen. Ärgert mich gerade ein bisschen. Warum bist du eigentlich ein gelber... Achso, ich kann mit dem talken. Was? Hab ich das jemals ausprobiert? Ich weiß nicht, ich fühle mich gerade, als hätte ich eine revolutionäre Entdeckung gemacht, die aber wahrscheinlich ultra unspektakulär ist. Na, ihr zwei? Ja, das hier fehlt noch. Mistverdammter. Well, at least we know what the upper-class students who remained at the academy are up to now. You want to watch out for them, though. Most were given combat training since childhood, and I doubt their skills have been given any time to rust off late. Be careful, okay? The Order of the Lion is bound to have a number of formidable fighters in it. Don't let them get the better of you. Leichter gesagt als getan, glaube ich, werden wir sehen. Every member of the Lacrosse Club is precious and the last one's waiting for us back home. You can bet she's gonna be part of Team Courageous too, especially since we've already got Theresia and Elisa with us. Let's do this, everyone. We're gonna take Thor's back, fair and square. Let's do this, everyone. Let's go, Class 7, let's go! Danke für deine motivierenden Worte. Warte, ich will mit der Shell hier auch nochmal sprechen. Genau, so viel Zeit muss sein. Hier bekommt jeder Aufmerksamkeit. Wir sprechen immerhin von... Rin fucking Schwarzer. So, hallo Hibel. Na? Hier fehlt auch noch was? Mir fehlen noch zwei Sachen? Ups. Ich dachte, es wäre nur eine Trainingskategorie. Na gut. I might not be able to join you on the battlefield, but I can get you into proper fighting shape. So if you need any arts training, come and let me know. You're all strong, but there's always room for improvement. I might not be able to join you. Battlefield improvement. Okay, so, und du so? This is our chance to reclaim Thor's. We can't just let this pass us by. I don't know if I can do much, but I'll try not to be a liability. Stop putting yourself down, Elliot. There's no way you'd be a liability. You're way stronger than you give yourself credit for, and we all know it too. You really think so? Thanks, Rin. But now that you've said that, I really don't want to let you down. Ja, wird schon. Mach dich mal nicht so fertig. Me and my orbit staff will back everyone up from behind, so you can count on me. We've come this far together. I'm sure we'll make it the rest of the... We'll make it the rest of the way. So rum. That's what I'd like to hear, Elliot. Go out there and show them the spirit of the Wind Orchestra. Right. Ich hoffe so sehr, weil die werden wahrscheinlich für den letzten Kampf die Gruppen separaten. Deswegen müssen wir halt die ganzen Ersatzbankleute auch nochmal ausstatten. Aber ich hoffe sehr, dass ich die Aufteilung selber übernehmen kann. Weil wenn die mir all die schlechten Leute oder die nicht gelevelten Leute, sagen wir mal so,
in ein Team packen, dann habe ich ein richtiges Problem. So, Bridge. Kann mir bitte jemand auf der Bridge das letzte Recipe geben? Ich werde noch wahnsinnig mit dem Thema. So, ich muss auch gleich meine Gruppe anpassen. Ich glaube, ich werde mich einfach... Ich werde die einfach alle automatisch ausstatten mit Quarzen und so. Wenn ich feststelle, das ist dann zu schwach oder nicht optimal, dann muss ich das offscreen irgendwann nochmal angleichen. Well, it's finally time for you students to do what you've been waiting all this time for. Like I said before, I'm not gonna be down fighting with you this time. I'll be staying on board the Courageous, watching over you as your instructor. That's fine by me. We're going to leverage everything you've taught us to take back the Academy, and we want you to watch us do it. Hehe, I'd expect nothing less from my star pupil. I know you won't disappoint. You finally got a chance to do what you've been wanting to do all this time, so hold your heads high and go for it. I know you won't fail. In fact, as your instructor, I guarantee it. Ich find's ehrlich gesagt trotzdem nicht ganz logisch, dass sie sich hier ausklingt, weil die Instructors sind ja genauso Teil des Ganzen wie die Students auch. Also, wenn sie auch eine Bindung zu dieser Akademie hat, warum kann sie da nicht Seite an Seite mit ihren Studenten fürs Zurückholen kämpfen? Also, ganz verstehe ich das nicht, ehrlich gesagt, aber naja, wir müssen es dann wohl ohne sie hinkriegen. Our route to Tristas all planned out. Now we just play the waiting game. This is easily the most important thing we've ever done. We are taking back our home turf after all. Keep a level head. Keep a level head and do us proud. We're counting on you. Ja, schenk mir ein Recipe und ich bin noch motivierter. We've prepared as best we can, so now there's nothing left to do but put our faith in you. Keep a level head and do us proud counting. Bla, kennen wir. Du vielleicht? Not much longer until we get started. I can hardly imagine a more grandiose triumphant return to Thors, especially given all of the lovely young ladies who have been waiting on me with bated breath and quivering lips. You know we'll probably be crossing swords with your former classmates, right? Oh, I prepared myself for that. I have to. They're so strong that the single moment of hesitation could mean defeat. In fact, I find the prospect of taking them on rather stimulating. If they plan on going all out, then so should we. Simple as that. The upper-class students may seem foppish or sheltered, but there are a few skilled fighters among their ranks. I'm sure they plan on fighting us with all they have, which will allow us to do the same. That should be fun. Ja, wenn es Tote gibt oder schwer verletzte Leute ihre Gliedmaße verlieren, vielleicht geköpft werden oder verbluten, das ist bestimmt voll der Fun und so. Uncle Makarov should still be at the academy waiting for us to rescue him. What kind of niece would I be if I didn't save my uncle in distress? And once he's all rescued, I'll make sure that he gets together with Instructor Mary too. I'm the best. Das ist sich aber einiges vorgenommen. We'll be there for you soon, Uncle Makarov. And I'll reunite you with Instructor Mary, your one true love, before you know it. Arme Mary. Oh Mann, ey. So schwierig. Vielleicht empfindet sie aber wirklich was für ihn und am Ende wäre es ein Happy End, wenn alles klappt. I've got a feeling it's not gonna be easy to plan this operation out, all things considered. The last thing we want to do is go in guns blazing and destroy the academy we're trying to save. But Class 7's role is more important than anyone else's. Good luck, Rean. We're all counting on you. Dankeschön. I want to walk the hallways of the academy arm in arm with Bridget again, and we can't do that if this operation doesn't succeed. Class 7's got the most important role to play, so good luck, we're all counting on you. Entschuldigung. Ja, Alan, gut zu hören. Wir werden das schon hinkriegen. Wenn du nur fest genug dran glaubst, dann wird das passen. So, in welcher Reihenfolge mache ich jetzt die Dinge, die noch offen sind? Hier kann ich mein Team adjusten, ne? It's almost time for us to do what we've been working towards since the... Das hatten wir schon mal. Dieser Fehler war beim letzten Mal auch schon mit the und they. So, ja, das wissen wir alle schon. So, einmal ins Auswahlmenü bitte. Organize Party. Ich weiß nicht, ob ich Sarah um all ihre Sachen erleichtern soll.
Weil nicht, dass sie dann mitten im Kampfgetümmel doch irgendwie reinspringt und vielleicht dann Class 7 zu Hilfe eilt oder noch eine Rolle einnimmt oder so. Wisst ihr, was ich meine? Das ist gerade so ein bisschen das, was mich verunsichert. Aber ich konfirme jetzt hier erstmal. Werde jetzt die erstbesten Sachen vermutlich den Leuten anlegen. Battle Jacket habe ich noch einige von. Dragon Skin. Ich muss auch mal so ein bisschen gucken oder versuche zumindest zu gucken, ob das zu den jeweiligen Klassen passt, die die Leute haben. So, bei ihm, ja, Stärke, Critical HP Boost, das ist okay. Er kann das noch bekommen, dann braucht er nämlich kein Hit 2. Aber die Quarze, die werde ich ja automatisch überreichen. Ich hoffe, das System ist klug genug, um zu erkennen, da sind schon 100%, da muss nicht unbedingt mehr rauf. So, ich glaube, sowas wie Steel Blue habe ich zweimal. Wenn mich nicht alles täuscht. Ist hier noch irgendwo eine plus 100? Was? Nicht? Irgendwie hätte ich schwören können, dass dem so war. Aber wir gucken mal. Rainford Medal könnte man irgend so einem Allrounder noch mitgeben. Warte mal, ich will jetzt mich eigentlich auf die Arts konzentrieren. Kriegen wir hier noch eher was Zweistelliges hin. Hier rüber über die 25. Warum habe ich jetzt hier irgendwas geskippt? Irgendwie leidet mein Blick so ein bisschen drunter, aber das scheint soweit ganz gut zu sein. So, warte mal. Achso, der ist noch gar nicht komplett ausgestattet. Wen haben wir denn sonst noch? Gaius, warte mal. Ich würde erstmal die Standardsachen gerne meinen Standardkämpfern auch mitgeben. Diese Boots hier finde ich ganz nett. Lass uns doch diese Gaius geben. Eine Battle Jacket kriegt er auch noch. Und hier, ja, nehmen wir halt das, was noch da ist, ne? So ein bisschen Resterampe. Lässt sich leider nicht vermeiden. Aber guck mal, sie bekommt hier noch ganz nettes Zeug. Ja, kann man so stehen lassen. So, warte mal, dann brauchen wir für Milliam noch irgendwas. Dem ist eigentlich auch ein ganz guter Allrounder. Wobei, warte mal, ich habe diese Passion Leggings. Guck mal, davon habe ich noch einige. Ich glaube, damit werde ich dann auch ihn ausstatten, wenn ich es nochmal finde. Hä? Ach da. Gerade voll dran vorbeigescrollt. Warte mal, hat jemand noch... Ach, Vieh fehlt noch. Warte mal, Vieh hat doch auch eine elementare Rolle. Evergreen... Habe ich Evergreen nur einmal? Ich mag dieses Item irgendwie voll gerne. Ah, guck mal, er hier hat noch so einen Schrott. Warte. Dann wird er noch... Warte, hier. Passion Leggings, genau. Ich glaube, das würde ich auch einmal ihr geben wollen. Ich habe jetzt nämlich überlegt, ob ich alle Verbleibenden jetzt Gaius quasi doppelt zuweise. Aber muss nicht unbedingt sein. So, Gaius würde ich jetzt gerne noch irgendeinen guten Stärke-Boost mitgeben. Haben wir sowas? Stärke, Gaius 15, Orange Cape, Cozy Socks, das ist alles relativ schwach eigentlich. Dann vielleicht doch irgendwas anderes. Was haben wir denn hier noch so in petto? Ich gucke jetzt mal nach unten links, um so ein bisschen die Perspektive zu verschieben. Ich glaube, so ein Mischi-Plaschi kann ich einmal vertreten. Sie bräuchte eigentlich irgendwie den Evade-Kram. Eigentlich muss ich ihm Evergreen mit dann wegnehmen. Ich glaube, das gebe ich dann beides. Ja, wobei, ich hätte dann halt zwei Kämpfer oder Charaktere, die gut im Evaden wären. Sie hätte hier nochmal 5% on top und den Rest könnte ich dann über Quarze noch steigern. War der Energy Bandana Prevent Sleep. Ich glaube aber, das untere Item war ein bisschen besser. Das hier nämlich. Ja, das hat eine erhöhte Crit Rate. Also sie hat einmal das bekommen. Achso, warte mal, sie hat hier aber noch nicht. Oh, das sieht aber schwach aus. Also ihre Defensive ist auf jeden Fall nicht die allerbeste. Aber wer weiß, vielleicht ist der letzte Kampf auch gar nicht so schwer. Ich kann das halt irgendwie null einschätzen gerade. So, aber dann sind die wenigstens alle erstmal hier ausgestattet.
Und den Rest würde ich jetzt so ein bisschen dem Zufall überlassen, mit vielleicht ein bisschen nachjustieren an der einen oder anderen Stelle. So, hier würde ich gerne Magical Damage bevorzugen. Warte mal, warum hat mir so komische Bärts hier zugewiesen? Der ist doch eigentlich auf Zauber, auf Wasserzauber spezialisiert. Also wenn, dann bitte die Waterbell, oder ist die schon vergeben? Nee. So, dann tausche ich die jetzt einmal ein. Der hat hier irgendwie alle Bells mit drin. Achso, aber EP-Cut ist hier schon mit dabei. Das ist gut, das hätte ich ihm jetzt nämlich auch nochmal händisch quasi zugewiesen. Ich glaube, davon kann ich sogar schon die Stufe 3 holen. So, dann bekommt er jetzt hier noch so ein Ding. Ich muss auf jeden Fall Cast 2 noch mit reinbringen. Ich hoffe, ich habe das noch über, aber ich glaube, da war... Was? Aber ich glaube, Alisa hat das... Ja, sie hat das zweite. Ich wusste nämlich, dass ich 2 davon habe. So, warte mal, dann sollten wir nochmal George einen kurzen Besuch abstatten, um das hier nachzujustieren. Aber guck mal, dann muss ich euch das zu Beginn der nächsten Folge nicht alles zeigen, sondern dann können wir gleich durchstarten mit was auch immer. So, Quartz. Einmal das hier. Jawohl. Und zwar für den guten Elliot. Was wollte ich ihm dafür wegnehmen? Die Earth Bell. Das ist okay. Ich würde ihm nur gerne noch irgendwas da lassen, was Heilung in irgendeiner Form bringt, weil das hat er hier scheinbar nicht. Mein 3 und mein 2 sind hier mit drin. Waterbell auch. Shield 2. Könnte ich darauf eventuell verzichten für irgendwas mit Heilung? Ich hätte halt schon gerne irgendwie Gruppenheilung, aber das sieht schwierig aus. Da müsste ich halt auf diesen Seraphic Ring zugreifen, was aber prinzipiell nicht ausgeschlossen ist, weil wenn ich die, nee, nicht Waterfall, sondern die Waterbell hier reinmache, dann könnte ich jetzt hier, warte mal, hatte ich hier nicht irgendwas, wo das schon mit verbaut war? Nee, in der Golden Bell war das nicht drin. Hey, ich hatte aber irgendein... Vielleicht war das auch gar nicht in der goldenen Kategorie, aber irgendwo war das noch mit drin. Kann aber sein, dass das jemand anderes hat. Ich würde ihm das trotzdem hier einfach mal... Bei EP-Cut hat er drin. Mind 2 und 3 kann man so stehen lassen. Nee, der hat kein Action. Dings. Moment. Oh, davon werde ich jetzt, glaube ich, noch einige einkaufen müssen. Ja. Warte mal, wie viele Charaktere gibt es insgesamt? Ich glaube, das könnte teuer werden. Beziehungsweise massiv auf die Vorräte hier von den schwarzen Seppels hinauslaufen. Oder beziehungsweise die Vorräte beschneiden. Ich habe schon wieder vergessen, wie ich den Satz begonnen habe. Aber ich glaube, das ist mir tatsächlich noch wichtig und wichtiger als mein 2. Einfach, ich habe halt nichts von guten Zauberern oder guten Charakteren, die erst nach 10 Jahren an die Reihe kommen, wenn der Kampf eigentlich schon längst gelaufen ist. Deswegen lassen wir das mal so. So, hier auf jeden Fall Physical Damage. Habe ich hier keine Defense 3 mehr? Nee. Und bei den HP kann ich, glaube ich, auch schon die 3 kaufen, oder? So, warte mal. Auf jeden Fall Defense 3 und Attack 3 nehme ich nochmal mit. Warte mal, Defense war hier ganz oben. Genau, von diesen Quarzen oder Seppets habe ich ja auch noch relativ viele. Deswegen tut das hier gerade überhaupt nicht weh. Na, wobei die roten, von den roten nicht. Meine Aussage war gerade eigentlich nur auf die braunen bezogen. Ich wollte jetzt noch gucken, ob es hier HP 3 gibt. Nee, leider nicht. Das ist ja Ull. Okay, ich glaube, dann wird das gleich ausgetauscht, denn ich habe ja auch noch Action zu vergeben. So, dann gibt es hier nämlich nochmal ein bisschen Stärke-Boost. Hier nochmal ein bisschen Defensiv-Boost. Gerade voll dran vorbeigescrollt. So, und das Ding hier wird weichen für Action 3. So, kann man den Rest so stehen lassen? Ich denke eigentlich schon.
Ja, den Rest, den lasse ich jetzt erstmal so. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier noch was Standardmäßiges fehlt. Achso, warte mal, Treffsicherheit. Aber da hat er die 100%, das ist gut. So, dann lassen wir das mal so. Nee, nicht removen, da ist ja nichts mehr drin. Bei ihr würde ich auch auf Physical gehen. Ich glaube, hier lasse ich das dann tatsächlich auch so stehen. Information brauche ich nicht unbedingt. Ah, guck mal. Das hier hat auf jeden Fall viel höhere Prio. Dann hole ich jetzt hier nochmal Attack und Defense nach. Quartz einkaufen. Einmal Defensive nochmal und einmal. Wobei, ey, ich glaube, ich lasse das mit dem Attack. Ich habe davon fast am wenigsten, am zweitwenigsten. Ob die jetzt 20 Schaden mehr austeilt oder weniger. Ich glaube, so geizig bin ich jetzt einfach mal, um das außen vor zu lassen. Achso, nee, warte, hier bin ich falsch. Hier wollte ich nochmal anpassen. Genau, das kann nochmal nach oben. Und der Rest, der sieht doch soweit okay aus. Kann man so stehen lassen. So, warte mal. Nee. Hier fehlt Action. Muss ich ja auch nochmal nachkaufen. Und für Gaius vermutlich auch, ne? Ja, Gaius ist auch noch komplett leer. Aber Vieh auch. Ja, super. Ich brauche noch dreimal Action 3. Und da werde ich wahrscheinlich keine Kompromisse eingehen. Ist irgendwie sinnbefreit, dass ich auch gleich Attack 3 einkaufen können, aber nützt ja alles nicht. 1, 2, 3. So. Und genau aus dem Grund werde ich auch eben das jetzt nochmal tun. Weil wenn hier Hopfen und Malz eh schon verloren ist, dann kann ich das hier theoretisch auch gleich anleiern. So. Da werden wir jetzt doch relativ nah an den bestmöglichen Outcome rankommen, was die Vorbereitung meiner Leute hier anbelangt. Achso, warte, ich musste hier noch ein irgendwas entfernen. Stärke minus, Defensive minus, Movement minus. Ich glaube, das hier kann ich am ehesten entbehren. So, das heißt, genau, hier kommt nochmal Action 3 rein. Ich meine, 76 Speed ist immer noch sehr, 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 sehr wenig. Muss man leider sagen. Aber was willst du machen? So, hier kommt Attack 1 raus. Für Action. Was habe ich hier sonst noch so? Defense und Attack kaufe ich hier nochmal nach. Der Rest, ja, kann von mir aus so bleiben. Inzwischen kennen wir uns ja hier schon ganz gut aus. Beim Navigieren durch das Sortiment. Ich wette, das werde ich auch gleich nochmal für Vieh einkaufen müssen. Machen wir dann zu gegebener Zeit auch, aber erstmal wird hier getauscht auf der einen Seite und da auf der anderen. Wenn ich die aber automatisch befülle, dann wäre es vielleicht ganz gut gewesen, vorher hier noch die Upgrades durchzuführen, ne? Weil wenn der wird ja nicht automatisch irgendwas, was für den Slot nicht vorgesehen ist, einfach einfügen können. So, wisst ihr, was ich meine? Prioritize. Ah, sie hat jetzt schon 95 Speed. Das ist krass. Also das werden wir auf jeden Fall noch weiter nach oben pushen. Erstmal die wichtigsten Sachen hier wieder rein. Evade muss hier auf jeden Fall noch mit dazukommen. Im Gegensatz zu manch anderem Charakter. Genau, damit sie hier die 45 hat. Und 1000, das ist okay. Das hier auch. Wobei, warte mal, ich glaube, ich werde Evade einmal hier reinsetzen. Damit, was habe ich denn hier noch so Schönes? Sowas hier könnte ich eigentlich auch mal, aber naja, ich werde mit ihr wahrscheinlich eher wenig zaubern. Nee, ich bleib mal beim ursprünglichen Plan. Hier wollte ich jetzt aber Evade 1, genau, darüber hatte ich noch nachgedacht. Wie viele Punkte kommen da noch on top? 5. Ja, dann hast du genau so viele. Dann kaufe ich jetzt nochmal Attack und Defense. So, dann sieht das, glaube ich, auch bei ihr gleich ganz ordentlich aus. Ob das jetzt alles hier stark genug ist, um dem End-End-Boss gegenüberzutreten, das weiß ich natürlich nicht, aber irgendwo muss man halt immer Abstriche machen. 107.
Sie hat so wenig. Bei ihr bin ich irgendwie noch nicht so ganz glücklich. Ich glaube, ich werde hier nochmal ein... Braucht sie diesen Stat-Boost unbedingt? Eventuell nehme ich ihr den weg. Und pack dafür nochmal eine Action 2 rein. 84. Ist halt immer noch wenig, aber... Besser als nichts, ne? Nehmen wir halt alles, was wir kriegen können. So, ist jetzt jeder ausgestattet? Ja, ich glaube schon. Okay, dann können wir das erstmal so stehen lassen. Allerdings nicht die Gruppe, mit der ich hier gerade zugange bin. Ach so, warte, ich bin ja... Ah, warte, ich muss erstmal wieder zu Tower. Das ist nämlich nicht meine Hauptgruppe. Einmal zu Bridge rüber. Ich habe das Blade-Spiel noch vor mir. Und ich habe überlegt, das mich jetzt hier an den Trainingsrunden nochmal zu probieren. Aber ich glaube... Boah, nee, ich glaube, das wird alles noch ein bisschen auf sich warten lassen. Ach, guck mal, Sarah steht hier auch in der Auswahl gar nicht mehr zur Verfügung. Das ist ja alles kurios. Dann kommt Alisa mit rein. Emchen. Und... Ach, Vieh ist schon. Nee, Vieh kann dann drin bleiben. So, confirm. Ja. So lasse ich das dann erstmal stehen. Und was tun wir jetzt? Ich werde mich mal an den beiden Trainings nochmal versuchen. Ich weiß leider die Anforderungen nicht mehr. Eins von beiden war irgendwas mit Reflexion. Das kriege ich noch zusammen. Aber was genau? Kein Plan. So, erstmal speichern. Oder bist du einer der... Nee, bei dir bin ich mit allem durch. Warte mal. Zwei Trainings waren es doch. Hier bestimmt eins davon. Nee. Hä, bin ich dumm? Ich glaube ja. Dann war das doch nur ein Training, was fehlt. Ja, nämlich das Arzt-Training. Als ich das letzte Mal hier stand, habe ich mich gewundert, weil ich dachte, dass doch noch zwei fehlen. Wie habe ich mich denn da verguckt, bitte? Hier ist alles mit Sternen abgesegnet. Okay, dann würde ich jetzt einmal speichern und mal gucken, was so geht. Richtig lustig wäre es ja, wenn du das letzte Rezept hier bekommen würdest. Ich kann es mir zwar irgendwie nicht vorstellen, aber warum eigentlich nicht? So, erstmal starten. Ich könnte Sarah hier theoretisch mit reinnehmen. Boah, ich weiß nicht. Ich muss erstmal die Anforderungen checken, bevor ich einschätzen kann, mit wem ich hier starten will. Confirm. Das wird mir bestimmt gleich wieder wie Schuppen von den Augen fallen, aber... Without using crafts. Und Reflect Arts. Okay. Eigentlich sollte das mit Emmas Dings, mit Emmas Reflect... Ach shit, ich darf ja kein Craft einsetzen. Ach, jetzt verstehe ich die Herausforderung. Ja, ich gehe dann mal. Ich gehe da mal Karten spielen. Wobei eigentlich müsste ich einfach nur mal gucken, ob sich in meinen Quarzen nicht irgendwo ein Reflexionszauber befindet. Muss es ja, aber wie willst du das sonst schaffen? Ich guck mal eben kurz durch. Nee, ich habe nichts gefunden. Es bleibt irgendwie zermürbend. Also wenn es da den ultimativen Trick gibt, dann teilt mir den gerne mit, wenn ihr wollt. Ich gehe jetzt eine Runde Karten spielen und beim nächsten Mal heißt es dann reinstürzen in... Wo war denn nochmal das, die Spielwiese? Ich glaube hier auf der Etage. Ja, beim nächsten Mal geht es dann direkt mit der Hauptstory weiter und vielleicht auch schon mit dem Initiieren des Finales. Keine Ahnung. So, hier muss ich jetzt nochmal speichern. Und da bin ich sehr gespannt drauf, was das für Szenen nach sich ziehen wird. Hier fehlen aber noch zwei Snowballs. Wobei, konnte ich unten im Hangar nicht noch irgendwas kaufen? Irgendwas charakterspezifisches? Irgendein Tower-Snowboard oder so? Who will you play Blade 2 against? Ich spiele auf jeden Fall gegen die gute Laura. Die muss da jetzt durch und ich hoffe, ich besiege sie. Mal schauen. Hi. Then let us begin our duel. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst. Muss man das gewinnen, um die Bonusszene zu sehen bekommen? Ich muss auf jeden Fall aufpassen, dass ich diesen Spielstand niemals überschreiben werde. Irgendwie sieht das Set bei mir auf der Hand gerade gar nicht gut aus.
Nee, ich glaube, ich hatte schon mal... Ich glaube, ich hatte schon mal bessere Karten auf der Hand, aber mal gucken. Kommt natürlich auch ein bisschen drauf an. Ja, sowas zum Beispiel. Das hätte ich auch gerne. Jetzt kann ich nur wegbolten eigentlich. Das ist die einzige Chance, dem irgendwie entgegenzutreten. So. Und jetzt wird es nämlich knapp. Jetzt muss ich mal Blast irgendwie wegnehmen. Aber jetzt hat sie doch gewonnen, oder? Ach nee, ich habe jetzt nur das weggeblastet, was sie jetzt einsetzen wollte. Ich weiß nicht, Blast ist irgendwie die Karte gewesen, die sich mir am wenigsten erschließt. Aber habe ich jetzt gewonnen? Nee, die haut sie jetzt weg. Ja, super. Toll. Ich wollte aber den Kampf gerne gewinnen. Ich glaube, ich lade gleich nochmal neu. I claim victory today. Still, I have to admit that playing with you has taken a load off of my mind. I feel much more at peace now. Glad I invited you then. This operation is going to be tough, but I know we can make it a success if we really put our minds into it. For certain. But please, be careful, Rin. We will all be at your side when it comes time to take back the Academy, but I fear you and Valimar will have a number of battles to fight on your own during your approach. No doubt about that. The Noble Alliance has mostly withdrawn from Trista, but I'm sure there are a few stragglers just itching for a fight. I doubt we'll even make it into town without having to go through a few of their soldats first. Most likely not. Still, there's no need to worry about me. I'll be just fine. And why is that? I can't even count how many battles I fought with Valimar now. I know what I'm doing at this point. And if that wasn't enough, now I've got a prototype of Valimar's Tachi to use too. Maybe I'm not yet ready to face Crow, but I'm sure as hell not going to lose to anyone else before I do. With all that, and you guys watching over me, how could I? You're so confident, even now. Well, I won't deny you that. All I can do for you and Valimar is put my utmost belief in the two of you. But when you arrive, let's go and reclaim our home side by side. Let's do it. Das klang aber schon, als müsste man nicht unbedingt gewinnen, oder? Oh, ich bin gerade so ein bisschen hin und her gerissen. Und ich glaube irgendwie auch nicht, dass ich die auf Rang 10 bringe oder was da das Maximum war. Vielleicht war es auch niedriger. Weil sie, also Laura ist gerade mal, die hat noch nicht mal 7 erreicht. Es sei denn, 7 ist das Maximum. Da müsste ich aber noch ein bisschen was tun, um in der Endsequenz dann das Maximum zu kriegen. Ich glaube, wenn du das einmal ausmaximierst, egal mit welchem Charakter, dann gibt es auch eine Trophäe dafür. Das heißt, das würde ich darüber dann auch nochmal erkennen. Ja, schwierig mit dem Kartenspiel. Weiß ich noch nicht, wie ich das handeln soll. War das jetzt gerade die Szene, die es quasi als Belohnung gibt, dafür, dass man gegen die gespielt hat? Oder kommt dann in der Endszene am Ende des Spiels auch nochmal irgendwas extra? Das wäre auch nochmal interessant zu wissen, weil wenn ich alles sehen wollen würde, dann müsste ich ja gegen jeden spielen und das Spiel dann zum Abschluss bringen im Anschluss. Würde ich eventuell tun, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt notwendig ist. Naja, also alles, was ihr mir dazu sagen könnt, ohne irgendwie Inhalte zu spoilern, feel free, würde ich mich drüber freuen. Ansonsten bedanke ich mich heute erstmal fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!